Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Huch. Ich habe da einen Link geklickt und weiß nicht, was es war. Und jetzt muss ich auch noch niesen. Schlimm sowas. Ich lasse das drin, ich mache deswegen jetzt keine neue Aufnahme. Das ist der ganz normale Wahnsinn. Und deswegen würde ich sagen, unser ganz normaler Wahnsinn könnte jetzt mal anfangen mit etwas Käse. Und Käse ist falsch. Interessant. Dann nehmen wir doch mal Sahne. Ja, Sahne ist super. Ich mag Sahne. Schlagsahne. Ich schlag Sahne und ich mag Sahne. Getreideart ist dann das da. Die antike Sprache ist natürlich tot. Umgangssprachlich nein, könnte das oder ne? 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 Würde ich nicht sagen. Altägyptischer Gott, ja. Brotsorte, Weizen, Roggen, Regierungsbündnis ist natürlich, wissen wir alle, Koalition. Huch. Ja, wenn ich jetzt auch noch tippen kann. Okay, was haben wir noch so? Schiffsbaum ist der Mast. Altägyptischer Gott war Seth. So, die Brotsorte ist natürlich das Toastbrot. Peseta-Abkürzung. Muss ich mal sehen, aber wahrscheinlich was mit P. PTA wahrscheinlich dann. Anbauen ist, ja. Anpflanzen, Pflanzen, nee. Hauterkrankung ist erstmal wahrscheinlich wieder Akne. Spielte James Bond. Sean Connery war das. Ja. Und wir haben mal wieder unser musikalisches Übungsstück. Endlich! Ich hätte es ja nie gedacht, dass das mal wieder kommt. So, Geheimhaltungsvertrag ist ein Non-Disclosure Agreement. Nur mal so für euch. Heißt im Grunde genau das. Säen ist anbauen. Ja. Okay. Peseten sind... Peseta ist was anderes. PTS vielleicht. Mal sehen. Waffelmustergewebe. Was? Piquet ist ein Waffelmustergewebe. Wussten wir alle. Gebt's zu, ihr wusstet es. Ich wusste es. Definitiv. So. Dann spielen wir hier mal ein bisschen Golf mit dem Igel. Enzym in der Käserei ist natürlich wieder Lab. Kennen wir schon. Radium, RA, nicht vor, ab, ja, Erdrinne, graben, natürlich, dreckig, unrein, meinen die, ja, Abverkauf ist ein Sale, läuft auch gut, aus welchem Grund, weshalb, so, Schöpfergott bei Tolkien, oh, erstmal, das Fahrrad ist das Radl und dann haben wir hier nämlich auch Eru. Okay. Fasan ist das Federwild. Notiz ist, ja, weiß ich noch nicht. Norwegischer Schachspieler, auch bitte. Also, ich weiß, ich höre manchmal davon, dass es die gibt, aber, ach, Mensch. Aber doch nicht, wie die heißen. Ja, was denn nur? Hä? Fluss in der Schweiz. Ja, das ist richtig. Ein Gedicht ist auch ein Vers, aber ist das ein... Also, naja. Gucken wir mal weiter. Heidekraut. Was haben wir hier noch? Nordwesteuropäischer Inselstaat. Ist... könnte das eventuell das sein? Ja, ist es sogar. Dunst ist auch der Nebel. Oh, es läuft gerade so gut. Wie weit sind wir? 4 Minuten noch was. Buschwindröschen. Nee, das weiß ich leider nicht. Kneipe ist eine... Kaschemme ist eine... Gaststätte ist eine... Oh, was meinen die hier? Es sieht ja nach SCH aus. Muss aber nicht. Fluss in der Schweiz. Jetzt bin ich raus. Jetzt wird das nicht so schnell. Schade eigentlich, war eine gute Zeit, war eine gute Zeit, es war eine gute Zeit mit euch.
Gedicht. Ich weiß nicht, den Schachspieler kriege ich nie und nimmer raus. Fluss in der Schweiz, das Heidekraut. Okay. E. E ist richtig, okay. Ach, eine Schenke, meinen die. Oh, Mensch. Okay. E. Ach, das war doch die Erika. Die Erika. Gedicht, was ein Reim meinen die? Oh. Okay, dann weiß ich auch jetzt die Anemone. Ja, Fluss in der Schweiz. Könnte alles Mögliche sein. Okay. Haare ist es nicht. Ah. Dann ist das bestimmt Carlsson vom Dach? Nein. Carlsen. Ja. Und die Notiz ist die Info. Und damit sind wir noch gut in der Zeit gewesen. Recht gut. 6 Minuten noch was. Das ist doch auch ganz schön. Ja. So, dann fangen wir mal hier an mit Rätsel mit Lösungswort. Diesmal geht es erstmal darum, überheblich. Easy. Das ist ein G. Beglückender Genuss. Beglückender Genuss. Das klingt schön. Ostasiatischer Staat, das ist ein ganz schön langes Wort. Also China ist es nicht. Eine amerikanische Paddelkatze. Ich weiß noch nicht mal, was eine Paddelkatze ist. Was ist denn eine Paddelkatze oder Padelkatze oder. Ach, was weiß ich denn? Hoher Marineoffizier, nee. Zentralwert ist klar, okay, ja, hier kommt ein E hin. Merke ich mir schon mal. Treibende Kraft ist. Motivation ist. Motiv. Motiv? Mal gucken. Wickeltuch. Hereinbrechen. Über etwas hereinbrechen. Ah. Bildloch der Kamera ist. Haben wir gleich. Das ist nicht die Linse, das ist. NB wäre, glaube ich, Nebraska. Gucken wir mal. Abtei. Vulkan auf Hawaii. Hans, keine Ahnung, Meiser, nein. Abkürzung meines Erachtens, MA. ME, ME, nicht MA. Meines Erachtens, nein, das ist es nicht. So, gucken wir mal, haben wir noch irgendwas? Galerie für Zuschauer. Ist kein Museum schon mal. Portugiesisch Meer ist wahrscheinlich Mar, also wäre das ein R. Hier hatten wir ein G. Volksaufwiegelung ist ein Aufstand. Nein, Rebellion. Ah, okay. Ich würde ja fast sagen, das Wort könnte Girlande sein. Das ist, wenn das jetzt stimmt, dann wäre das krass. Jünger Jesu sind die Apostel. Dann haben wir hier ein Wickeltuch mit P. Pa. Pa. Weiß ich nicht. Gerade. Buschwindröschen hatten wir gerade. Das ist die Anemone. Dann wäre das Pa. T. Pa. 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 Weiß ich nicht. Treibende Kraft. Hier wäre ein N bei der treibenden Kraft, hier wäre ein G. Ein Agent? Dann wäre das liturgische Gewand, irgendwas mit T. Und hier ist ein E, ein I. Die fünf kriege ich so nicht raus.
Ich würde trotzdem sagen, also 6 ist ein N und ich denke, wenn die 7 jetzt irgendwie sich als... Ach so. Das wäre ja dann der Zentralwert, wenn nicht der Median dann... Also, das wäre ja irgendwas mit D. Das wäre eine Rebellion, also wäre das ja sowieso R. Dann haben wir hier D, R. Im Jahre, hier ist ein A wie für Anno. Schön wäre es auch, wenn ich hier mal die 2, wenn das ein I wäre. Ach, ist das schwierig. Ich würde trotzdem auf die Girlande gehen und jetzt einfach mal versuchen zu lösen. Huch, das wollte ich nicht. Dann machen wir hier den Apostel draus. So, hier den Agent. Nee. Okay, Agent stimmt, aber... Mal sehen. So, ein Hereinbrechen, weiß ich noch nicht. Bildloch der Kamera. Blende ist das. Na, haben wir doch. So, Bratensaft ist der Sud eigentlich. Ach, warte mal. War der Apostel jetzt überhaupt richtig? Ja, Kloster ist was anderes als Abtei diesmal. Mensch. Das ist ja ein Ding. So, machen wir mal. Also auf jeden Fall kommt hier ein T rein, weil hier arrogant. Ich bin zu arrogant, um dieses Rätsel zu lösen. So, Kloster. Andachtsbild. Weiß ich noch nicht. Blindgänger. Gutschein ist ein Coupon oder ein. Warte mal, Coupon mit. Oh Gott, das wär's auch. Das wär's ja gewesen. Aber zumindest das stimmt so mehr oder weniger. Ah, das ist ein fieses Rätsel. Volksaufwiegelung, ich sag, das ist die Rebellion. Nicht mal im Ansatz. Okay. Dann ist das Wort ja auch sowieso nicht Girlande. Dann haben wir das schon mal. Kenntnisse aneignen ist lernen. Machen wir das erstmal. Vielleicht finde ich ja noch raus, was das Wort eigentlich sein sollte. Zentralwert ist dann wirklich der Median? Ja. Okay. Volksaufwiegelung, was könnte das noch sein? Ostarabisches Scheichtum? Oman war das dann. So war das. Hatten wir schon mal. Dem. Mann, Mann, Mann. Eins ist ein. Derzeit, nun. Machen wir mal hier weiter. Portugiesisch Meer ist Mar. Gardinen? Dann ist das Wort wahrscheinlich Gardinen. Lateinisch Liebe. Ach, das hätte ich ja auch noch gewusst. Okay, Mittelsmann ist der Agent. Hier haben wir es diesmal. Okay, dann ist die Volksaufwiegelung wohl die Demagogie. Jetzt wissen wir es. Und der Marineoffizier ist der Admiral. Und jetzt weiß ich tatsächlich das nicht. So, was haben wir? Also ich weiß nicht hier den Gutschein. Was gibt's denn da noch außer Coupon? Ein Blindgänger ist übrigens eine Niete. Andachtsbild, Ikone. So, Hammer. Bratensaft müsste eigentlich der Sud sein, aber die meinen was anderes. Fond, der Fond, den gibt's auch noch.
Ich habe keine Ahnung. Heißt der Enz? Nein. End? N? Oh, tatsächlich, der heißt Hans N. Das ist ja nur doof. Wenn du sozusagen meinst, hier ein gewisser Hans N. Punkt. Aber sein Nachname beginnt ja gar nicht mit N, sondern mit E. Also Hans E. ist Hans N. Klingt komisch, ist aber so. Teil des Weinstocks ist natürlich die Rebe. Tribüne ist das. Okay. Ostasiatischer Staat, was haben wir noch so? Der beglückende Genuss ist die Wonne. Das haben wir schon mal. Schönling ist ein Narr. Nein, Quatsch. Streitmacht ist. Gute Frage. Ein Bibelteil, was ist denn das da? AT, Altes Testament. NT, Neues Testament. Ha. Aromatisches Getränk ist Tee. Meines Erachtens war das. Die Anemone hatten wir auch schon, die wir eintragen konnten. Alles gut, soweit. Okay. Dann ist das Wickeltuch der Paleo, oder? Nee, Pa. Pa. Pareo? Pa. Oh Gott, ich denke da immer an Paleo. Vielleicht kommt das auch aus irgendeiner Sprache, wo R und L nicht so genau genommen werden. Wer weiß. Was fehlt mir denn noch alles? Ach, mir fehlt noch so viel. Okay, was gibt es denn alles für überhaupt asiatische Staaten? Ostasiatisch ist bei mir immer so eine Sache. Indonesien gibt es wahrscheinlich als sowas. Es gibt. Also, was ist denn ostasiatisch? Also, wir haben da sowas wie. Also, Japan ist ziemlich östlich in Asien. Ist es aber schon mal nicht. Vietnam ist auch nicht das, was wir hier suchen. Was könnte die Streitmacht hier sein? Also Heer oder sowas, es passt ja hier nicht so rein. Keine Ahnung tatsächlich. Was war denn nochmal der Ur war der Auerochse. Ja, stimmt. Schönling ist Tabu. Nein. Was sind denn das alles sowas? Hereinbrechen, ereilen. Ja, das haben wir erstmal. Ach, der Stift ist hier gemeint. Okay, Agens, aha. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Gutschein. Malon, Nalon, Falon. Ich überlege gerade, nee. Talon. Ta also Talon, Talon, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich habe das noch nie gehört. Tatsächlich. Aber die Padelkatze ist Ocelot. So, so. Könnte das irgendwas mit Nord sein? Also Nord. Nee, oder? Ich habe auch keine Ahnung, was hier. Ah,
Seeart, Armee. Oh, ich Depp. Das ist eine Armee. Oh. Ein Schönling ist dann wahrscheinlich. Nee, kein Pfau. Dachte jetzt, man geht hier in die Tierwelt. Loa. Loa. Sontane? Nee, Sobtane. So. Sotan. Oh Gott, hier kommen so viele Wörter vor, also müsste ich alles erstmal nachschlagen hier. Also klar, die Armee nicht. Dafür war ich einfach nur gerade zu doof. Ich war einfach nur zu doof für die Armee. Nicht mal Zivildienst musste ich machen, so doof war ich. Ein Klau? Nee, auch nicht. Aber was ist denn hier dieser Staat auch noch? Schönling, Frau. Nein. Stau. Nein. Ich überlege gerade, was ich alles so eintragen kann. Ich gehe mal den ersten Buchstaben durch. So, was haben wir hier noch nicht? Okay. Blau? Nein. Brau? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja ein komisches Wort. Langsam müsste mir jetzt aber mal das Wort hier einfallen, denn mir gehen die Buchstaben hier aus. Also ein Bu oder was? Wer benutzt denn dieses Wort bitte? Darf ich das mal? Also ich vermute mal Bu oder Bon oder was auch immer. Könnte Französisch ausgesprochen werden oder Englisch. Ich bin mir nicht sicher, weil ich keine Ahnung habe, woher das Wort kommen soll. Ich habe das noch nie gehört als Wort für einen Schönling. Ach, jetzt komme ich wirklich drauf. Welches Wort hat denn Nord im Namen? Also, heute war ich jetzt gegen Ende so ein bisschen betriebsblind, würde ich mal sagen. Und Gorgonen. Gorgonen. Darf ich das bitte auch nochmal erstmal nachschlagen? Die Gorgonen. Aha. Sind in der griechischen Mythologie drei geflügelte Schreckensgestalten mit Schlangenhaaren. So, so. Dann haben wir schon mal die Gorgonen abgehakt. Jetzt wissen wir, was die sind. Nordkorea dürfte ich niemandem erklären müssen. Demagogie, naja, Volksaufwiegelung. Also ich glaube, das glaube ich jetzt einfach mal so, wie es ist. So wie. So. Ein Biu. Oder Beo. Oh, was weiß ich denn? Ja, klingt wie der Vogel. Sutane wollte ich noch mal. Was ist Sutane? Abgeleitet von dem da. Ich mach mal schnell den Videoplayer weg. Dann sieht man auch hier mein. Da, dann sieht man auch das Ding. Okay, ja. So sieht also das Ganze aus. Schön, schön, schön. Wieder was dazugelernt. Hatten wir hier sonst noch was? Bei dem anderen Rätsel würde ich ja sagen, das ging so schnell durch. Da würde ich nicht meinen, dass da irgendwas, ein bedeutungsvolles Wort. Ocelot hat man vielleicht auch schon gesehen. Gegebenenfalls in Metal Gear Solid mit einem Revolver in der Hand. Nee, was haben wir noch so alles? Pareo. Was ist denn jetzt? Ich gebe mal Pareo auch mit ein. Sieben Möglichkeiten, einen Pareo zu bilden, binden. Was ist ein Pareo oder Sarong? Bekleidungsgeschäfte werden mir ja weiter unten angezeigt. Okay, also ich glaube, wir haben es. Ja, ich denke. Hilfe! Da ist gerade eine Fliege auf meiner Hand gelandet und gleich wieder weggeflogen. Agens. Ja, ich würde gerne mal Agens noch gerne checken. Was ist das denn?
Treibende Kraft in der Philosophie, ein Agens oder, warte mal, das Agens. Wieder was dazugelernt, das Agens, das werde ich jetzt immer sagen. Mein Motiv, nicht mein Motiv, sondern mein Agens. Damit klinge ich dann sophisticated, gebildet und so. Und ja, vielleicht sollte ich mal versuchen, in meinen nächsten Streams diese Worte alle mit einzubinden, damit ich so klinge, als wäre ich schlau. Ganz klar. Nein, ich würde jetzt auch mal aufhören, schlau zu klingen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dahin.